Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die vier Elemente Monatslegung für den Stier für den Juni. Und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Allgemeine Legungen passen nicht für jeden. Und wie immer kannst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen. Und den Rest, den lass beiseite. Ja, und wir schauen hier wieder in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden, und beginnen wie immer im Osten mit dem Luftelement, den Schwertern im Tarot und eben unserer mentalen Energie, der Kraft unserer Gedanken. Und ich habe hier die Acht der Schwerter, die Einmischung. Ja? Das heißt, hier im Bereich des Luftelements bedeutet die Acht der Schwerter, dass einfach irgendetwas deine Pläne durchkreuzt. Ja, irgendetwas mischt sich ein in das, was du ursprünglich im Kopf hattest. Und wir schauen tiefer rein. Wir haben hier den Gehängten. Und der Gehängte ist immer eine Karte, der sagt, wenn du deinen Blickwinkel betrachtest, wenn du dein Denken veränderst, vielleicht auch deine Denkmuster veränderst, dann hast du diese Situation dennoch mit Leichtigkeit im Griff. Wir schauen jetzt erstmal weiter in den Süden, in das Feuerelement, in die Stäbe. Und hier liegt die Freude. Und dieser Bereich ist, das sind die kreativen Energien und auch so die Wunschmanifestation, die geistige Ausrichtung, so dieses eher spirituell geistige. Die Energien fließen, hier liegt die Freude und hier liegt aber auch die drei der Schwerter. Also die Energien hier sind so ein bisschen ambivalent. Hier liegt ganz viel Freude, ganz viel Harmonie, ganz viel gutes Fließen. Aber dennoch ist auch irgendetwas da, was dein Herz schwer macht. Ja, und solche Situationen, die gibt es manchmal, dass hier ganz, ganz, ganz viel Gutes ist. Aber dass dieses ganz, ganz, ganz viel Gute doch wie so einen kleinen Wermutstropfen hat, so einen kleinen Tropfen Bitterkeit. Ja, also es ist hier so ein bisschen bittersüß, die Energie, aber viel süßer als bitter, das ist das Gute daran, weil wir haben nur drei Schwerter und neun Kelche, also viel mehr Freude als Bitterkeit oder fader, fahler Beigeschmack. Wir schauen einfach mal weiter in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche im Tarot, in die Gefühle, in die Liebe. Und hier liegt die Fünf der Schwerter. Also du hast hier irgendwo schon auch Sorgen, dass irgendetwas nicht klappt, weil dir hier irgendetwas in die Quere kommt. Und darauf liegt die Sieben der Kelche, auch ganz interessant. Ja, also das, was dir in die Quere kommt. Es kann sein, dass du von falschen Annahmen ausgegangen bist. Ja, und dass das deswegen passiert, weil du, ja, die Dinge vielleicht, ich weiß nicht, entweder durch eine rosarote Brille gesehen hast oder irgendwie beschönigt hast. Oder sie besser gemacht hast, als sie eigentlich sind. Man kann sich Dinge ja manchmal auch schönreden. Und von dem her, der Gehängte, der sagt ja, verändere deine Perspektive. Ja, sei auch offen für die geistigen Impulse. Und du hast die Dinge mit Leichtigkeit im Griff. Denn er hat ja immer die Beine hier zu einer Vier geformt, so wie der Kaiser. Und der Kaiser hat seine Dinge im Griff. Und der Gehängte, der muss eben umdenken, damit er seine Dinge im Griff hat. Und umdenken tun wir immer dann, wenn wir unsere Illusionen erkennen und beim Namen nennen können. Wenn wir im Prinzip auch genau wissen, von welchen Annahmen wir ausgehen können. Na, manchmal, wenn wir noch nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen haben von irgendetwas, was auch immer es ist, dann können wir nur so ungefähr was abschätzen. Und da kann es eben sein, dass du dich irgendwo verschätzt hast oder von mehr ausgegangen bist, als es eigentlich ist. Sowas kommt leider immer wieder vor. Und du hast es aber trotzdem im Griff. Ja, diese Niederlage hier, diese Fünf der Schwerter, die zeigt immer mehr diese Besorgnis an.
als dass sich wirklich etwas auf der materiellen Ebene manifestiert. Und da das hier im Bereich der Gefühle liegt, kann das sein, dass du das schon lange gespürt hast. Und wenn das Ganze hier eine Person betrifft in deinem Leben, was ja auch sein kann, dann kann es sein, dass die Person sich vielleicht als besser hingestellt hat, als sie eigentlich ist. Oder du sie idealisiert hast. Wir schauen weiter in den Norden, in das Erdelement, in die Münzen. Und wir haben hier die Kaiserin. Und die Kaiserin hat auch ihr Leben im Griff. Die hat ihren Hofstaat im Griff. Die regiert ihr Volk, ihr Land. Und die Art und Weise, wie sie herrscht, unterscheidet sich aber grundlegend von der Art und Weise, wie der Kaiser das tun würde. Denn die Kaiserin ist ein bisschen wie die Hohepriesterin, die folgt ihrer Intuition, die folgt ihrem Gefühl, die tut, was ihr Herz ihr sagt und verlässt sich nicht so sehr auf das analytische Denken. Und meistens sind wir gut beraten, wenn wir einen gesunden Mittelweg finden zwischen beidem, zwischen dem analytischen Denken und der Intuition. Die Intuition kann uns nämlich manchmal auch sehr gut anleiten, um strategisch zu denken. Und darauf liegt der Bube, der Kelche. Also hier kommen auch sehr positive Impulse zu dir, die das Ganze erfrischen, erneuern, die hier auch total im Einklang sind mit der Freude, die hier liegt, ja? Also ich spüre ganz viel Freude, ganz viel Fließen, ganz viel Wärme, aber es ist eben auch irgendwo so ein Wermutstropfen mit dabei, der dich irgendwo beschäftigt. Und manchmal ist es so, dass so dieser kleine bittere Tropfen in uns ein viel größeres Gewicht hat als diese tausenden Funken der Freude, die eigentlich auch da sind. Und von dem her könntest du versuchen, dem hier nicht so viel Gewicht zu geben. Ja, gib jedem Funken Freude genauso viel Gewicht wie jedem Tropfen Bitterkeit. Und du wirst sehen, dass das hier alles gar nicht so schlimm ist und dass die Freude und die positiven Gefühle überwiegen. Der Bube ist auch immer der Überbringer guter Botschaften. Es kann sein, dass du hier auch neue Menschen triffst, die gut zu dir passen, die ja, dich auf einer emotionalen Ebene verstehen. Und zum Abschluss dieser Legung bekommst auch du noch eine Affirmation für den Juni. Immer wenn ich mich auf den Geist einstimme, offenbart sich mir die höchste Wahrheit, um mich zu führen. Ja, lieber Stier, das sind deine Karten für den Juni. Ich hoffe, sie waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, dann abonniere meinen Kanal und schau bei Gelegenheit wieder vorbei. Alles Liebe. Und hier möchte ich noch kurz etwas sagen zu den vier Elementen. Ich wollte schon ganz lange mal einen kleinen Videoblog machen über die vier Elemente und ihre Bedeutung. Und so wie ich das ja hier in den Videos immer sage, gehören einfach die Münzen zum Erdelement, die Schwerter zum Luftelement, die Kelche zum Wasserelement und die Stäbe zum Feuerelement. Das ist so erstmal der Grundüberblick. Und dann ist es aber so, dass diese Hofkarten im Tarot auch noch den verschiedenen Elementen entsprechen. Zum Beispiel gehören die Königinnen immer zum Wasserelement. Und die Buben gehören zum Erdelement. Dann haben wir die Könige. Die Könige gehören immer zum Luftelement und die Ritter zum Feuerelement. Und insofern finden wir in den Hofkarten die Kombination der verschiedenen Elemente miteinander, wo wir auch einfach ihre Unterschiede erkennen können und ihre Interaktion miteinander. Und wenn du dich dafür interessierst, tiefer in den Tarot einzusteigen und gerade auch die Elemente verstehen möchtest und die Hofkarten verstehen möchtest, dann schau dir einfach mal meinen kleinen Tarotkurs Licht auf Tarot an. Der zweite Teil, der sich mit den Hofkarten beschäftigt, der ist mittlerweile online und
Ja, wie gesagt, wenn du tiefer in den Tarot einsteigen möchtest, das kannst du tun, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das kannst du tun, wenn du sagst, du möchtest gerne auch irgendwann mal beruflich mit den Karten arbeiten. Ja, dann schau dir das einfach mal an, ob das was für dich ist. Alles Liebe.